Hallo und willkommen zurück zum Weihnachtsspezial Portal 2 Community Singleplayer Kammern. Diesmal hören wir Jingle Bells. Und das hier ist doch schon ein bisschen gruselig. Mal sehen, was hier noch so kommt. Ich habe keine Portal Gun, da liegt sie. Zack. It was made specifically for the holiday season. Ich hoffe, man hat's verstanden. War ein bisschen leiser als sonst irgendwie die Ansprache von Gladys. Aber war auch eine andere. Oh, da oben sind Turrets. Mit Zöpfelmützen. Ja, ja, ja. Wir sehen uns später, wenn ich einen Weg gefunden habe, euch loszuwerden. Oh. Wie eigentlich? Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Was passiert hier? Auf jeden Fall eine 1 dran. Oder ein Punkt, aber ich glaube, das ist die 1. Tja, und das ist die 2. Und jetzt? Kann ich wahrscheinlich noch gar nichts ausrichten. Ach, und hier ist einfach mal Lava. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn ich darauf trete, aber ich mach's mal. Oh, obwohl. Das kann doch so gewollt sein. Oh, ich glaube, das ist so gewollt. Ach du Schreck. Da unten will ich eigentlich nicht rauskommen. Da sind die Turrets. Obwohl, dann habe ich ja was zu meinem Schutz. Aber ob das hilft? Das werden wir mal rausfinden, würde ich sagen. Oh je. Ah. So, also dann schieße ich... Das bringt doch auch nichts. Doch, dann schieße ich blau. Okay, gleich wieder rückwärts raus. Oh, ah. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist aber schon ein bisschen friemelig hier. Soll das so sein? Muss das so? Und muss ich nicht lieber den Würfel da lassen? Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Jetzt hier hinten hoch. Ja, dann attackiere ich nämlich von hinten. Dann habe ich auch den Würfel. Ach so, Moment. Nein! Das war doch klar. Ich hätte ihn mitnehmen müssen. Ach, da ist ja auch einer. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ho, 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 ho. So, das ist schon echt schön gemacht mit der Mütze, muss ich sagen. Egal. Ihr müsst trotzdem sterben. Ab in die Lava. Der Boden ist Lava. So. Was heißt denn das? Das heißt Stampfer. Ist hier oben ein Stampfer irgendwo? Ich mach's mal rauf. Huh. Toll. Ach, warum bin ich eigentlich so geizig? Spring ich doch einfach mal da hoch. So, jetzt habe ich irgendwas mit den Stampfern gemacht. Uah. So, gehen wir mal da wieder runter. Ja, super. Jetzt sind die aktiv. Da war ich doch schon. Das war dann wohl die falsche Reihenfolge. Fieser Grafikfehler gerade. Das heißt, ich gehe wieder hoch und hole den Würfel zurück. Super. Dann hätte ich es jetzt hier aber auch. Also das ist ein bisschen komisch abgelaufen gerade. Hm. Wenn ich mir überlege, dass ich erst da hochgemusst hätte, um den Würfel zu holen, um die Stampfer aufzumachen, dann frage ich mich nämlich, wie komme ich an den Turrets vorbei? Ach so, wenn ich einfach nur hier um die Ecke gekommen wäre, die Brücke gesetzt hätte und hier lang, dann hätte sie mich erst gar nicht abgeknallt. Ja, okay. Gut, aber andererseits habe ich dadurch jetzt hier einen Glitch oder Bug oder was auch immer. Bug kann man es nicht richtig nennen, eher so Glitch. Glitch ist auch nicht das Richtige. Also ich habe eine Möglichkeit aufgezeigt, wie man das umgehen kann, ne? Obwohl ich mich erst nicht getraut habe, aber... Ja. Hm. Ja, so hier ganz nett gemacht an einigen Stellen, ne? Aber vom Rätsel her... Hat's... Oh, es ist noch gar nicht fertig. Ich sollte nicht zu schnell urteilen.
Hier hängt einfach mal ein eingefrorener Laserwürfel. Okay. So. Mond. Erster Punkt. Was macht das? Das macht den Grill weg. So, heißt ich... Oh, das ist ein recht langer Timer. Laserempfänger soll da oben sein. Also da sind welche, ne? Oder? Ja, das sind welche. Da ist auch einer. Achso. Ich muss diesen Würfel treffen, der hier so schön in der Luft hängt. Aber von wo? Von da? Gott, hier sind ja so viele Empfänger. Hängt da auch noch einer? Nee. Tja, so viele Möglichkeiten gibt's ja da gar nicht. Ach, hier sind ja Flächen. Okay. Oh. Ja. Das war jetzt welcher? Was passiert? Ah! Da spaziere ich hoch. Ist ja nett. Müssen offensichtlich alle nur einmal aktiviert werden. Auch nicht schlecht. Jetzt habe ich da ein Treppchen. Ach nee, sie sind getimed. Man sieht nur den Timer nicht richtig laufen. Okay, hier geht's weiter? Nee. Ich komme also da oben an. Da muss irgendwas sein. Da ist ein Knopf. Gut, dann machen wir das jetzt mal. Das gefällt mir schon wieder ganz gut. Ich würde mal sagen, ich mache die Reihenfolge und so und so und so. Zeit hat er mir, glaube ich, genug gegeben. Und Würfel kommt. Ja, das war ja schlau von mir. Muss ich natürlich den Knopf am Anfang drücken. So. Den Timer. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. So. Jetzt haben wir nämlich den Umlenkwürfel. Und jetzt können wir... Kann das mal aufhören hier bitte? Jetzt können wir das mal in die richtigen Bahnen leiten. So. Ach, das war's schon. Jetzt trifft es den Ausgang. Und jetzt muss ich eventuell noch einen Würfel nachziehen. Naughty or nice. Muss nichts nachziehen, okay. It's funny how you are in a cheerful environment, yet you are a murderous monster. Ja, ja, nice. Nein! Oh, oh! Oh, ah. Oh, der explodiert doch. Oh, sag ich doch. Okay. Ja, war ein bisschen durchwachsen. Also manches war gut, manches war nicht so gut. Der zweite Raum, der war jetzt in Ordnung. War aber auch nicht so die Riesenherausforderung. Und der erste, den konnte man halt ein bisschen... Da konnte man sich durchtricksen, ne? Das war nicht ganz so optimal. Aber ich finde die irgendwie alle gut, weil sie so einen guten Spirit drin haben. Also wirklich so custom-mäßig gemacht sind und die Feiertage ganz gut einfangen in unserem Lieblingsspiel. Oder in meinem zumindest. Ja, dann hat's das hier wahrscheinlich auch in die Reihe geschafft und wir gucken mal, ob da noch mehr kommt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo und willkommen zurück in den Portal 2 Weihnachtsspezialkammern im Community Singleplayer. Und zwar heute, hier liegt schon ein bisschen Schnee. Mal gucken, ob da oben der Titel auch steht. Hier hängen die Eiszapfen im Übrigen runter. Kann man auch beobachten. Ja, das Weighted Wonderland Nummer 2. Das readout indicates your small calculator brain has chosen to be naughty. Do you know what happens to naughty test subjects? I don't think you do. Orange. Here are a few tests. Maybe they can clear your naughty record. Das gibt's auch noch, wollte ich sagen. ich war ein unartiges Test Subject, hieß es. Was kann ich tun? Ich kann mir einen Würfel rüberholen und gleichzeitig ein Turret schon mal loswerden. Und wenn das hier angekommen ist, zum Glück schießt es nicht, während es im Strahl ist, kann ich eigentlich schon das zweite nehmen. Wurzeln ist immer am besten. So.
So, damit treffe ich und das macht... Oh. Das ist ja schick, wie der verzögert rein und raus geht. So, das macht jetzt den roten Grill weg. Das heißt, ich kann... Ganz simpel. Der Boden ist Lava. Ich kann hier rein und da hinten wieder rauskommen. Ich muss bloß aufpassen, dass ich nicht den Würfel irgendwie verschiebe. Das hätte jetzt auch ganz anders... Nö, obwohl, das wäre nicht anders ausgegangen. Ja, okay. Kriegen wir auch noch hin. Jetzt ziehen wir uns den rüber. Ziehen wir uns den rüber? Ach, wie blöd. Moment mal, wo geht's hier überhaupt raus? Da. Muss ich ja wahrscheinlich da treffen. Das heißt, ich gehe einmal rüber. Ja, das ist alles blöd. Ich glaube, ich muss den weiter nach vorne setzen. Also ein bisschen Spiel hat er ja, wenn ich den jetzt... Wenn der Laser vorne trifft. Ich probiere es mal direkt aus. Und ich setze den Strahl ganz an Rand. Ja. Dann schiebt er ihn, also drückt er ihn auch später. Umgekehrt. Er drückt ihn jetzt und... also schieben und drücken ist ja irgendwie das Gleiche, möchte ich mal sagen. Also er zieht dann später. So. Jetzt machen wir wieder... Machen wir wieder den hier. Oh. Huhuhu. So. Jetzt kann er meinen Wing schon mal drücken. Da ist der Würfel. Oh, der Rest ist Geschichte, ne? Das kann ja nicht mehr so schwer sein. Jetzt treffen wir hier und weiter geht's. Und da kommt ein Grill, das heißt, wir müssen auch nichts mitnehmen oder überlegen, was wir mitnehmen. Oder was auch immer. Guck mal, hier kann ich laufen. Oh, das ist schick hier. Bisschen eingeschneit, die Texturen. So, das wechselt wieder den Strahl. Was kann ich tun? Ich kann drücken, lande im Strahl, kann aber auch wieder aussteigen. So, ah! Hohoho. Der Knopf ist direkt abgesunken. Achso. Da kam auch der Würfel hinterher. Okay, einfach mal zur Sicherheit, um es zu wissen. Da ich ja keinen Knopf mehr habe zum Drücken. So. Der Boden ist Lava. Sagte ich das schon? Jetzt wollen wir mal da treffen. Das. Was? Nicht ernsthaft. Jetzt komme ich da rüber. Wozu? Ich hatte doch vorher gar keinen... Achso, ich sollte einfach... Oh, wie blöd. Ich hätte den... Laser so schon nehmen sollen. Das ist ja affig. Da weiß ich mir aber zu helfen. So. Jetzt ist doch die Frage. Was macht er das? Das dreht er den... Ich soll einfach nur hier... So. Den Strahl umdrehen. Aber... Naja. Moment mal. Gibt es da noch einen Empfänger? Da ist der Ausgang. Oh, ich muss eigentlich nur den Würfel darauf bekommen, nehme ich mal an. Hier ist auch noch ein Knopf. Der macht vielleicht sogar den Grill weg von der anderen Seite. Ich glaube, jetzt gibt es hier genug doppelte Böden, die mich absichern. So, ich gehe ja auch unterm Grill durch. Da kann eigentlich nicht viel passieren. Einmal hier drauf. Ja, macht den Grill weg. Ach, das macht den Grill weg. Ruft das den Würfel auch neu? Das wäre natürlich auch sehr simpel. Ich meine, ausprobieren muss ich's. Und werde ich's. Hier kommt wieder eine Lichtbrücke. Nee, dann muss doch irgendwie... Wie kommt denn die Lichtbrücke? Ich habe was gehört. Irgendwas ist passiert. Das da ist runtergegangen. Ja, ist doch toll. Jetzt komme ich gar nicht... Aha. Mich gar nicht gescheit zurück, oder was? Ach so. Moment. So, ich kann jetzt hier den Strahl holen. Und... Weil der Würfel da liegt.
nicht mehr dort treffen, falls das auch mit der Brücke hier zu tun gehabt hätte. Das ist ja ziemlich blöd. Da oben ist nichts. Was soll denn das Ding da unten? Soll ich da einfach nur jetzt wieder hoch? Dann kann ich da hoffentlich aussteigen. Dann wüsste ich aber noch nicht, ups, was ich damit gewonnen hätte. Oder soll der... Oh. Soll der Würfel hier irgendwie rein? Ich habe so ziemlich gar nichts gewonnen gerade. Jetzt? Ach so. Nee, auch nicht. Ja, okay. Also das muss getroffen werden. So, das heißt, ich richte den so aus, damit der Laser durchgeht. Das war eigentlich vorher überflüssig, ne, dass der Laser noch getroffen hat, weil ich ja schon längst den Knopf gedrückt hatte. Das habe ich nur irgendwie aus Spaß gelassen. Keine Ahnung was. Was ich mir dabei gedacht habe, aber jetzt müsste das im Grunde gehen. So. Man muss sie nicht kaputt denken, die Kammer, dafür ist sie viel zu simpel gestrickt. So. Oder auch nicht, denn gleichzeitig muss der Würfel hier drauf bleiben. Jetzt wird es aber interessant. Ist ja auch nicht so schwer. Warum mache ich es mir denn so kompliziert? Nochmal rüber. Der Weg geht natürlich anders. Ach, was mache ich denn? Ja, obwohl, es funktioniert auch gut. Denn ich wollte jetzt gerade mal den umgekehrten Weg machen. Ich werde jetzt... Geht das hoffentlich? Ich mache erstmal beide Portale weg. So. So, das machen wir einfach so. Das fühlt sich irgendwie komisch an. Also, weiß nicht, ob es das jetzt gewesen sein sollte. Kann es ja auch nicht gewesen. Nee, im Moment, der muss ja hier rauf. Ja doch, klar kann es das gewesen sein. Jetzt wird er nämlich hier ausgerichtet und so und so. Ja, irgendwie so. Da ist wieder der schöne Grafikbug. Aha. Doch noch nicht zu Ende. Hab schon befürchtet, das war's jetzt. Das ist auch wieder nur so ein Zwischenausgang, oder? Sollte das hier um einiges länger werden? Okay. Was können wir denn auf die Entfernung machen? Ein Laser holen auf jeden Fall. Würde mal sagen... Den Würfel kann ich nicht treffen. Schön blöd, ne? Ach so, den Empfänger da kann ich treffen. Und mich selber rüsten. So, schön. Der macht mir die Brücke. Den drücke ich ausnahmsweise mal nicht. Der ruft den Würfel neu. Den kann ich aber... Ach so. Moment. Ich drück doch mal. Ja, okay. Macht nur den Würfel. Ich muss irgendwie... Ja, genau. Also, um mir den Rückweg zu erhalten, habe ich jetzt doch mal so gelegt. Klappen die noch auf? Jetzt wird es gefährlich. Wenn ich jetzt getroffen werde, ist natürlich... könnte es mich ganz schnell runterfegen. Okay, jetzt könnte ich direkt treffen. So. Geht aber nur, solange hier was drauf liegt. Oh. Hier geht auch was auf. Okay. Dann hole ich jetzt mal die Kugel hier runter, aber ich fürchte ja... Oh nee, sehr gut. Ja gut, die sorgt jetzt wieder dafür, dass der Laser überhaupt genommen werden kann. Aber die Brücke hier scheint immer da zu sein. Okay, dann machen wir jetzt mal so. Bitte wie? Das war wohl nichts gerade. Komme ich jetzt? Achso, jetzt komme ich ja so wieder zurück. Genau.
Was will ich eigentlich? Ich will die die Kugel dahin bekommen. So. Jetzt hole ich mir mal den Würfel hier hin. Irgendwas muss ich mir dabei gedacht haben. So, da gibt's doch keine Brücke. Also muss ich den mühsamen Weg zurückgehen. Wobei, der ist doch gar nicht mühsam. Kann ich auf die ganze Lasergeschichte verzichten. Ach, die müssen ja beide hier hin. Ah. Das ist auch wieder was passiert. Okay, jetzt hat's den ersetzt. Aber da drüben ist nach wie vor nur eins. Scheiße. Das heißt, ich könnte über den gehen. Aber ich kann hier nicht weg. Das ist ja blöde. Wo gab's den Würfel? Da. Na dann, ersetze ich den halt wieder. Beziehungsweise ruf ihn neu, wollte ich sagen. So, wie fingen wir an? Das geht natürlich jetzt auch wieder nicht. Moment, nochmal rübergehen. Da ist jetzt überhaupt was. Tja. Ich glaube, ich bringe den Würfel jetzt mal hier rüber. Und gehe einen anderen Weg. So. Wenn ich jetzt treffe, kann ich hier rüber. Muss ihn aber zurücklassen. Dafür... Moment, das kam jetzt von wo? Von der Kugel, oder? Bin verwirrt. Hätte ich es nicht vorher schon machen können, einfach darüber gehen. Irgendwas ging da jetzt, glaube ich, nicht gerade, aber... Oder ich habe einen Denkfehler gehabt, weiß ich gerade nicht mehr. Auf jeden Fall, so funktioniert es. So. Und, immer noch nicht der Ausgang? Na doch. Ich hänge hier fest. Ah, es scannt mich. Wow. I see you've chosen to remain naughty. It's sad. Now I have to take away your holiday name here, presence, and kill you. Nein! Oh. Ich wurde als unartig eingestuft und krieg keine Geschenke. Aber die hat mir deutlich besser gefallen als die erste. War zwar jetzt auch keine Ausgeburt an Gemeinheiten, aber ja, hat mich immerhin eine knappe Viertelstunde gekostet. War okay, um es mal im Weihnachtsreigen gezeigt zu haben. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.